Wenn Sie zum Einsatz gerufen werden, um nach einem vermissten Menschen zu suchen, kommt es auf jede Minute an. Die Hauptaufgabe der Rettungshundestaffeln im BRK liegt dabei auf der Suche nach vermissten Personen, die meist in schwer zugänglichen Gebieten stattfindet. Ein Szenario, wie es aktuell noch auf dem Gelände des früheren Nürnberger Branntweinareals zu finden ist. Für die erste Übung wurde dabei eine Helferin als Opfer im Schuttgebiet versteckt. Suchhund Amber, der von Hundeführerin Ines Dlugosch geleitet wird, meistert seine Aufgabe dabei mit Bravour und schlägt direkt nach der Lokalisierung des Opfers an. Vom Neuen los. Die Schwierigkeit ist die Begehbarkeit des Geländes, dass also der Hund wirklich dahin kommt, wo er sein sollte. Er soll so nah wie möglich an die Personen hinkommen. Und wir müssen eben mit dem Wind arbeiten. Wir haben heute Westwind, das heißt, wir setzen die Hunde im Osten an, dass sie in den Wind reinlaufen. Damit erleichtern wir ihnen, den Geruch zu bekommen. Bei den Rettungshunden wird zwischen Flächensuchhunden, Trümmersuchhunden und Mantrailer, sogenannten Personenspürhunden, unterschieden. Die Arbeit mit dem Vierbeiner beruht dabei auf vier Säulen: Schicken und Lenken, Anzeigen einer gefundenen Person, Wittern bzw. Riechen und Laufen. Bei Flächen von bis zu 100.000 Quadratmetern, die es bei einer Personensuche zu durchstreifen gilt, muss der Hund deshalb über eine entsprechende Laufkondition verfügen. Ich habe darauf geachtet, dass mein Hund nach Möglichkeit nicht so nah an die Opfer dran kann und eben, dass er klettern muss. Weil das ist das, was wir, wenn wir haben zum Beispiel, dürfen wir manchmal in Bauhöfe oder sowas trainieren. Da können wir die Personen schon so wegbringen, dass die Hunde nicht hinkommen, aber da ist einfach das Klettern nicht dabei. Und beim Realeinsatz müssen sie einfach lernen, über diese Trümmer drüber zu gehen. Und das versuchen wir dann halt auch hier, dass es so dargestellt wird. Die WBG Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH, ein Tochterunternehmen der WBG Nürnberg, stellt das Gelände zu Übungszwecken zur Verfügung. Für Pressesprecher Dieter Barth kann so ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft geleistet werden, damit Polizei und Rettungsdienste im Ernstfall bestens auf die oft schwierigen Aufgaben vorbereitet sind. Diese Tradition ist schon sehr lange bei uns im Haus angesiedelt. Wir hatten an früheren Baustellen am Nordostbahnhof, als wir abgebrochen haben, auch schon Polizei, Feuerwehr üben lassen. In Langwasser haben wir Rauschgifthunde schon von der Polizei suchen lassen. Also wir versuchen, wenn wir solche Möglichkeiten haben, diese zur Verfügung zu stellen und machen damit auch den Hinweis klar, dass wir ein bisschen weiter gucken als nur auf Wohnungsbau, sondern sozusagen immer die Gesamtentwicklung einer Stadt im Auge haben. Und da gehören eben auch die Hilfskräfte, die Sicherheitsdienste dazu und solche einmaligen Übungsgelegenheiten wie hier gibt es nur sehr selten und deswegen sind die heute auch da gewesen. So waren alle Beteiligten am Ende nicht nur durch die hohen Temperaturen sichtlich geschafft, aber glücklich über ihren wohlverdienten Feierabend.